Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zum neuen Video und diesmal Hardware-Video. Wir wollen uns den Echo Show 8 genauer angucken. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht angehabt, ich habe ihn gerade ausgepackt und ich bin jetzt tierisch heiß darauf, den Echo in Benutzung zu sehen, also anzumachen und zu gucken, was das kleine Maschinchen so unter der Haube hat und was das kann. Ich richte euch mal nach unten. Ich habe den Bildschirm so ein bisschen schräg gemacht, dass ich ihn auch sehen kann. Ich muss mal hier bei mir noch die App öffnen. So. So, wir haben schon die Alexa-App offen. Da ist er. Ich weiß aber noch nicht, welchen Namen ich ihm gebe. Ja, wir werden erstmal einen anmachen. Wir gucken erstmal, hat der denn einen Akku? Also einen eingebauten Akku hat er nicht. Weil bei mir wird es jetzt ein bisschen problematisch mit Namen. Da könnte Amazon mal echt mehr Namen zur Verfügung stehen. Weil, ich zeige euch das mal. Das ist die Küche, wo er rein soll, der Echo. Und daneben ist hier der Flur. Der ist halt so lang. Da ist hier ein Echo Dot der dritten Generation im Flur. Dann im Schlafzimmer, was dann hier lang abgeht, ist auch ein Echo Dot und ein Fire TV. Der Fire TV hört auf Computer. Der Echo halt auf Echo. Nee, auf A Punkt. Oh, da geht's an, Echo. Sehr schön. Im Wohnzimmer hört es auch auf A-Punkt. Und hier ist das Kinderzimmer, hier oben, da hört es dann schon, da ist ein Echo drin, der gehört dann, hört auch auf dem Namen Computer. So. Gerät geht online. Jetzt bin ich mal gespannt. Also im Prinzip sollte das selbsterklärend sein. So, wir wollen natürlich Deutsch haben. Hallo, bereit für die Einrichtung. Na klar. So, jetzt fragt er mich, welches Netz ich nehme. Was haben wir denn hier am stabilsten? Ich nehme mal das 2,4 GHz Netz. Moment, ich muss mal schnell mein Passwort eingeben. Verbinden. So, jetzt soll ich mich mit meinem Amazon-Konto anmelden. Moment, auch das kriegen wir hin. Passwort. Glaube, das ist das. Anmeldungskonto wurde nicht gefunden. Was? Erneut versuchen. Ach, ich habe die E-Mail-Adresse falsch geschrieben. Oh, mein Stuhl ist kaputt. Erneut, was? Mein Amazon-Konto wurde nicht gefunden. Bist du doof? Ach, jetzt habe ich. Oh Gott. Ich bin zu blöd, die E-Mail-Adresse zu schreiben. So, jetzt aber. Bin ein bisschen nervös.
Ich habe mich so sehr auf den Echo gefreut. Wurde nicht gefunden. Was? Das ist mein. Das ist meine Anmeldeadresse. Prüfen Sie nochmal E-Mail-Adresse oder Mobilfunknummer und versuchen Sie es nochmal. Das ist meine Adresse. Gespeichert. Weiter. Um ein neues Amazon-Konto zu erstellen, gehen Sie bitte auf amazon.de. Versuchen wir mit der Telefonnummer. Nicht gefunden. Erneut versuchen. Ich muss mal kurz einen Cut machen. So, anscheinend habe ich das Passwort wohl doch mal geändert gehabt jetzt. So, hier geht doch. Jetzt kriege ich einen Code, den ich eingeben muss, wegen der zwei Phasen. Authentifizierung. Anmeldung läuft. Hallo Odin. Zeitzone. Nein, nicht Russland. London, Vereinigte Königreich, Frankreich, Dubai, Istanbul, Türkei, mitteleuropäische Normalzeit. Also Europa ist ja okay, ja. So. Ich muss jetzt meine Adresse bestätigen. Wo ist denn Echo Show? A. kann Ihren Standortinformationen zu Wetter bla bla bla. Ist das richtig? Das ist richtig. Das kann ich euch wieder zeigen. In welchem Zimmer wird sich der Echo. Warte. Hier oben. In welchem Zimmer befindet sich Echo Show 8? In der Küche. Und den werde ich auch Odins Echo Show nennen. Den Weg jetzt, also das wird mir hier so vorgeschlagen, das lassen wir auch so. Hintergrundbild auswählen. Natur.
60 Tage kostenlos testen, danach 9 Euro noch was. Hörbücher genießen. Nee, danke. Machen Sie Beste aus Ihrem Echo-Show. Einfach fragen, einfach hören. Nee, das ist mir zu teuer mit Amazon Music. Dafür höre ich zu wenig. Die Einrichtung ist abgeschlossen. Oh, ich doch. Bin jetzt bereit. Das ist schön. Frag mich etwas. Wie geht es dir? Alexa? Wie geht's dir? Leider ist etwas schief gelaufen. Mir geht es gut. Ich denke gerade darüber nach, was Menschen glücklich macht. Für mich sind das die kleinen Dinge im Leben. Wie Elektronen. Oder die billionste Nachkommastelle. Guck mal, wie laut sie ist. Also stumm machen auch. Hat man auch einen schönen roten Balken hier unten? Leuchtet hier sonst irgendwas? Nö. Alexa? Leider ist etwas schief gelaufen. Och, Kater. Aber wir können auch die Helligkeit sogar noch heller machen. Bitte nicht stören. Ist schon echt laut, ey. Uaha. Ja, wir werden dir doch mal was runter machen. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so viel rauskommt. Machen wir mal so ab der Hälfte. Einstellungen. Wir haben Bluetooth-Verbindungs... wollen wir aber nicht haben. Bildschirm, Helligkeit. Da kann man dann halt hier die Helligkeit... Sonnenfunktion. Also, dass es halt heller wird, wenn mehr Sonne reinkommt, dunkler wird, wenn es dunkler wird. Hintergrund und Uhrzeit. Nachtmodus. Nächste Uhr. Zeitplan. Ach, da kann man denn auch, dass er nicht anzeigt. 24 Stunden, das ist cool. Aber der kann ruhig immer Uhr anzeigen. Aber der Bildschirm kann halt dunkel werden dann irgendwie. Müssen wir mal gucken. Startseite, Inhalte. Benachrichtigungen, Drop-in. Drop-in ist gut. Einrichtung, Fotohelligkeit, Spielergebnisse interessiert mich nicht. Spielplan interessiert mich nicht. Trending Stories. Wetter. Zuletzt abgespielte Musik. Kontinuierlich durchlaufen. Ja, das ist gut. So, dann gucken wir mal noch. Zugriff beschränken. Einzelne Fotos, Webbrowser. Ne, wir wollen eigentlich nicht beschränken. Alexa Einstellungen, Kalender. Wird geladen. Okay, also Kalender hat er drin. Fotos. So, können wir auch noch die Geschwindigkeit ausprobieren. Zum Ausprobieren, Hilfe, barrierefrei, richtiges. Ach ja, die FAQ und die ganze Scheiße, ja. Alexa-App, um ihr Konto zu verknüpfen, persönliche Einstellungen vorzunehmen. Aha, so, also wir sind zwar jetzt schon verbunden, aber wir sollen jetzt in die Alexa-App gehen, was wir jetzt auch machen werden, und dann sagen wir einfach mal Geräte,
Küche. Da haben wir jetzt den Echo Show 8. Wir haben ja jetzt beim Einstellen gesagt, dass der Echo Show 8 sich in der Küche befindet. Also ist er meiner Alexa-App hier auch. Neben Küchenradio und so Steckdosenleisten ist hier der Echo. Und dann können wir dann hier was einstellen. Achso, da kommen gleich News da immer mit durch. Naja, auch nicht schlecht. Aber das können wir dann noch ausblenden. Das muss nicht sein. Lautstärke nicht verfügbar. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung. So, Subwoofer können wir noch einstellen. Update verfügbar. Für dieses Gerät ist ein Software-Aktualisierung verfügbar. Sagen Sie, Alexa, suche nach Software-Updates. Alexa, suche nach Software-Updates. Leider ist etwas schiefgelaufen. Also. Gehe in die Einstellungen, um nach einer Aktualisierung zu suchen oder um dieses Gerät zu aktualisieren. Ja. Zeitzone. Kommunikation. Drop-in aktivieren. Ankündigungen aktiviert. Standort. Hier Zeitzone. Wird geladen. Steht nichts dran. Maßeinheit. Also ich bin auf jeden Fall ist in der Alexa-App drinne und ich bin damit verbunden. Gehe in die Alexa-App, um Ihr Konto Leider zu verknüpfen, persönliche Einstellungen vornehmen zu können und Hilfe. Wir machen jetzt einfach mal einen Neustart. Müssen Sie herunterfahren, ja. Weil es ist drin. So, ich habe jetzt mal den Fire TV Cube stumm geschaltet, dass der hier nicht ständig dazwischen sabbelt. Alexa, wie geht's Leider dir? Leider ist etwas schief gelaufen. Barrierefrei, Rechner, Hilfe, ausprobieren, Alexa, Zugriff. Haben wir auch nichts an, Geräteoptionen. Wartet mal. Also ich habe in den Geräteoptionen jetzt mal wegen Software geguckt, Softwareversion Fire OS 6.5.4.2 habe ich drauf. Jetzt wird es gerade ausgeschaltet. Ich mache gerade die aktuellste Softwareversion drauf. Ich habe es auch mal umbenannt in Amazon. Ich habe noch kein Gerät, was Amazon heißt. Das Problem ist nämlich, weil wenn ich A. nehme, also jetzt kann ich ja sagen, ist ja, habe ja auch stumm geschaltet, wenn ich Alexa sage, geht das Ding im Wohnzimmer mit an, weil meine Frau, wenn die dann beim Kochen sagen, ja, Alexa, Kochrezept, Musik so und so, dann springt meine hier an.
Wenn meine Frau auch sagt, wenn ich Computer mache, würde das Ding von meiner Tochter angehen, weil die Küche ist ja neben dem Kinderzimmer. Echo geht auch nicht, weil dann springt das Echo-Ding im Flur an. Ja, so wie jetzt gerade. Also, da könnten sie echt mal mehr Aktivierungswörter oder ein Doppelwort nehmen, aber da haben sie irgendwie ein bisschen Probleme. Wenn du sagst zum Beispiel Echo Show. Müssen wir mal gucken. Oder Show. Show als Passwort für ein Echo Show, dass man sagt Show. Oder irgendwas. Das wäre sehr hilfreich. Weil bei mir sind die Wörter, also außer Amazon sind alle Wörter belegt, jetzt ist Amazon auch belegt. Dann habe die extra so verteilt, die Wörter, dass man sich nicht so großartig ins Gehege kommt. Dass wenn meine Tochter ihrem sagt, hier Computer, mach mal dieses, dass nicht mein Computer angeht, das ist ein der Fire TV Cube im Schlafzimmer, das US-Modell. Und auf Amazon, oder nee, auf Alexa reagiert praktisch der Fire TV Cube Wohnzimmer und der Echo im Schlafzimmer, mit dem ich halt auch den, mit dem Echo im Schlafzimmer kann ich auch den Cube steuern. Und auf Echo reagiert halt nur der Echo im Flur. Wie soll ich den im Flur auch mal auf Amazon machen? Und den hier Echo lassen? Das wäre vielleicht auch eine Überlegung wert. Aber so, der im Flur ist so der zentrale Mittelpunkt eigentlich momentan. Wenn wir rausgehen, Echo, wie wird das Wetter? Echo, wie ist das Wetter? Was weiß ich? Also das ist halt, wird immer nochmal nachgefragt und geguckt. Das ist eigentlich ganz gut. Auch für die Große, wenn sie eine Schule geht, kann sie fragen, wie das Wetter wird und kann sich dementsprechend anziehen. Ich darf die Sachen ja nicht mehr raussuchen für sie. Sie ist ja groß und macht das jetzt schon alleine. Muss auch ein größeres Update gewesen sein. Das hat ein bisschen gedauert. Kater. Was ist denn los? Was ist denn los? Oh Gott. Und geht immer noch an. Dann werden wir mal ein bisschen cutten. So, jetzt geht er an. So, wir haben schon ein Bild, wir haben schon... Ne? Und da steht auch schon das neue Aktivierungswort Amazon. Wie geht's dir? Ach Mensch, Katar. Wieso reagiert er denn nicht hier? Amazon? Wie geht's dir? Oh, du hast mich gerade in einem Tagtraum erwischt. Ich war gerade in einem alten Western, saß im Saloon, hab gesungen und Witze erzählt. Wenn Leute rein... Also das geht. Ach Mensch, Katerchen. So. Also ich finde das mit den Hintergrundbildern auch ganz gut. Und Startseite. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch in der App haben. So, wir haben hier erstmal Video. Bevor wir jetzt mit der App irgendwie großartig machen, dann können wir ja schon mal Apps runterladen. Wir haben Prime Video. Hast du hier so Listen? Ah, auch nicht schlecht. Watch next. Ah,
Ja, den habe ich gestern zum Einschlafen geguckt. Also Bild klicken bringt nichts, man muss diesen kleinen Play-Button drücken, finde ich ein bisschen schade. Also Bild hätte, würde ich jetzt ein bisschen besser finden. Aber wir können ja immer hier zurückspulen. Für die Einladung, aber ich schaff's. Viel Glück beim Probetraining. Okay. Danke. Danke, Mann. Rock, rock, rock. Ja, Zack. Haben Sie ein Rad für uns? Also, wenn wir... Sieht gut aus. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so sauber aussieht. So, was haben wir denn hier noch? Bisschen mit der Menüsteuerung von oben nach unten und rechts nach links und so, finde ich, muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Was haben wir beim Smart Home drin? Wird geladen. Ach, da haben wir jetzt wie in der Alexa App so verschiedene Kacheln, wo wir jetzt hier Sachen aus- und einschalten können. Küche an, aus. Das ist cool. Schlafzimmer. Heizen. Raumsensor sagt 23 Grad. Heizung sagt auf 0. Wohnzimmer. Ja, aber wirklich alle einzelnen Geräte finde ich super. Also Musik. Ach, Musik ist nur Amazon Music oder was? Ah, ja. Ja, hier aber wegen meiner Tochter, die findet das halt total toll. Und Kinderlieder und was weiß ich alles. Routinen. Ach, hier sind meine Routinen. Hier kann ich auch über das Ding neue Routinen machen. Auf jeden Fall besser als in der App. Weil da bei der App hast du ja nur den kleinen Bildschirm, hier hast du einen großen Bildschirm. Finde ich super. Ich muss mir sowieso noch ein paar Routinen machen. Wecker. Wecker hinzufügen können wir hier machen. Das ist cool. Kommunikation. Ankündigung. Anruf, Nachricht, Kontakte anzeigen. Ankündigung. Essen ist fertig. Und dann sagen wir senden. Essen ist fertig. Na, dann kommt es nur so normal rüber, aber warte. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Amazon, Ankündigung. Was ist die Ankündigung? Essen ist fertig. Ankündigung. Da kommt nämlich so eine Essensglocke. Essen ist fertig. Und das wird dann gleich auf alle Echos im Haushalt gemacht. Finde ich so geil. Ich liebe diese Ankündigungsfunktion. So, was haben wir denn noch drin bei Kommunikation? Wir haben ein Drop-in. Und wir können ja mal Echo.Flur, Echo.Cube-Wohnzimmer, Echo.Kontakte. Wir können ja mal ich mach das mal hier. Drop-in. Du hast 4 Geräte und 2 Kontakte für Drop-ins, darunter Echo.Flur und Fire TV Cube Wohnzimmer. Bei welchem Kontakt oder Gerät möchtest du ein Drop-in machen? Odins Echo Dot? Ach nee, das ist Echo Show. Das ist ja Echo Show. Drop-in Odins Echo Show. So, dann seht ihr hier, ich rufe gerade an.
Hier kommt es jetzt an. Da gibt es natürlich hier. Oh, gibt es natürlich halt ein Echo. Ihr seht jetzt praktisch da die Kamera. Ach, jetzt ist die auch da. Hat ein bisschen länger gedauert, bis sie sich eingepegelt hat. Die macht aber ein sehr gutes Bild, muss ich sagen. So, das haben wir sehen, wie die aussieht. Also kann ich praktisch hier Videotelefonie machen mit meiner Tochter. Und kann sagen, hier, wir sind gerade einkaufen. Was weiß ich. Brauchst du was? Anrufen. Anrufen ist bei mir vorhanden. Ich weiß es nicht, inwiefern das bei euch vorhanden ist. Bei mir ist es vorhanden, weil ich, weil Vodafone das angeboten hatte damals, seinen Vodafone-Account mit Amazon zu verknüpfen und dann die Kontakte zu übernehmen und halt über die Echo-Geräte so telefonieren zu können, als wenn ich mit dem Handy anrufe. So, ich nehme jetzt einfach mal mein Telefon. Anrufen auf Skype. Nee, das ist jetzt ein Skype-Anruf. Ja, können wir wegmachen. Das hatte ich ja auch verbunden. Jetzt nehme ich meinen Namen. Da werden alle Alexa-Geräte angerufen. So. Und dann steht hier praktisch. So. Wenn ich jetzt hier annehme mit Video, dann ist genau das gleiche wieder. Aber dass es halt nur, dass es halt ein richtiger Anruf ist und kein Drop-in. Ich muss auch mal hier gucken, dass ich muss mal gucken, dass ich das dann irgendwie noch umbenenne bei meinen Kontakten hier irgendwie. Dass ich da dann einen Papa drin schreibe oder so. Was gibt's Neues? Zeig mir meinen Fotobaum. So, Videos. So, Netflix haben wir auf jeden Fall auch. Hier ist Netflix. Sind die jetzt alle schon vorinstalliert, weil ich die selber habe? Oder sind die grundsätzlich immer vorinstalliert? Achso, da muss ich mich noch anmelden bei Netflix. Das kann ich nachher machen. Hier ist YouTube. Bitte wähle einen Standardbrowser aus. Hier ist YouTube. Warum ist denn... gibt es denn hier keine YouTube-App? Weil Amazon hat auch wieder... ist doch mit Google wieder gut Freund. Oder nicht? Ja, da gibt es halt einige Dinger, wo ich mich jetzt ja noch anmelden muss. Bing brauchen wir nicht. ZDF, wer braucht schon ZDF? Ah, hier ist die Liste. Kann ich hier nicht irgendwie Apps auch installieren? Aber ja, bei Upload warte ich schon auf die neue Folge. Also auf die neue Staffel. Ja, Einstellungen. Können wir auch mal auf die Hälfte runter reduzieren, die Beleuchtung. Here's that Deep Media for your Echo Show. Please link your accounts. Ach, schon wieder? Nee, wollte ich nicht.
Amazon? Wie geht's dir? Gut, danke. Ich habe nämlich eine Befürchtung, jedes Mal... Hier ist Bing. Jetzt sagt er wenigstens, hier ist Bing. Ich hatte mal eine Weile das Problem, dass immer, wenn ich mich angemeldet habe über einen Browser bei Amazon, hat er mir die Sprache von meinem Amazon auf Deutsch gemacht. Here's that Deep Media for your Echo Show. Gut, also das sagt er wohl, ZDF sagt er in Englisch, warum auch immer. Kann ich das auch runterlöschen, bannen, irgendwie, ZDF-Kacke? Here's that Deep Media for your Echo Show. Nee, geht nicht. Here's that Deep Media for your Echo Show. Ist ja nervig. So, jetzt gucken wir mal bei Amazon. In der ganz normalen Amazon-App. Und da gucken wir nach. Disney Plus. So, Disney Plus, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt als Download verfügbar. Bei Amazon verkaufen wollen wir nicht. Ja, irgendwie ist gerade hier der Wurm drin. Ich kann Disney Plus nicht kaufen. Ich nehme erstmal hier Premium von RTL. Auch hier steht nicht, dass ich es nochmal kaufen kann. ProSieben. Jetzt als Download verfügbar. Ein bisschen kleben, einfach raufklicken oder was? Ja. Das muss ich wahrscheinlich... am PC machen. Da muss ich mal gucken, dass ich das hier auf den Echo Show gesendet bekomme. Das werde ich gleich mal testen. So, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Also das funktioniert nicht. Ich kann Disney Plus nur an den Fire TV Cube US-Modell und Wohnzimmer senden oder an den Fire TV erste Generation, zweite Generation, dritte Generation ist gerade nicht in Betrieb. Also da ist kein Konto aktiviert.
Nachricht. So, jetzt teste ich gerade mal den Echo Show. Da kannst du mir mal sagen, wie die Qualität ist. Ich nehme auch gerade Video auf. Also bist dann live im Video drin, dass ich dich anrufe. Ja, das war's eigentlich auch schon. So, haben wir Mirima angerufen. Und das senden wir jetzt einfach mal. So. Audio-Nachricht gesendet. Na, da muss ich mir noch ein bisschen reinfuchsen. Also, es ist ein bisschen anders als ein Tablet. Von der Menüführung her. Einiges ist so ein bisschen versteckt. Witz des Tages. Ja, das muss ich mir dann noch einstellen. Bildschirm, Hintergrund. Gedimmte Uhrzeit, ja. Nachtmodus beginnt. Warte. Beginn. ...19 Uhr. Ja, ich möchte früh trotzdem noch gedimmt haben. Automatisch in den Nachtmodus wechseln, je nach Lichtverhältnis. Hintergrund, Uhr, Nachtmodus, minimal. Startseite, Inhalte. Warnungen. Drop-in, Einrichtung, Foto-Highlights, Kalenderergebnisse, obwohl, das lassen wir mal drin, Kommunikation, Anrufe, ja. Skills, Spielerlebnisse, Trending-Stories, Wettervorhersage, Wetterwarnung, zuletzt abgespielte Musik. So. So. Amazon? Nachrichten. Odin, hier sind die Neuigkeiten. Von Inforadio. Also das ist jetzt meine News. Ist Inforadio. Mach das mal zum Ende. Dann kommt. Hier kann ich auch Pause drücken, das geht beim Handy nicht. Danach, also man kann sich die News in der Alexa-App selber gestalten, wie man die haben möchte, in welcher Reihenfolge man die haben möchte. Und ich habe die halt so gestaltet: Ich möchte erst die News von Inforadio und dann möchte ich die PlayStation-News haben. So, und dann gehen wir mal weiter. Deals und Angebote. Star Wars Battlefront 2 kostenlos im Epic Game Store. Der Epic Game Store. News. Resident Evil. News. News. Von Warnung vor Betrug. So, dann kommt Warnung. So. Also kommt einmal PlayStation. Dann kommen Gaming News, das ist allgemein, also PC, nee, ich habe glaube PC und PlayStation ausgewählt. Da kannst du auch noch Switch und Xbox, Xbox Switch, Xbox PC, Xbox PlayStation, kannst du verschiedene Kategorien auswählen. Ja, und ich habe halt das so ausgewählt, dass ich halt News zu PlayStation und allgemein zur Gaming-Welt haben will. Als nächstes kommt dann Vorwarnung vor Betrug. In Weather. In Jüterbock beträgt die. So, und dann kommt Wetter. Ich habe da aber in Weather. Sunday, warum? Ihr Wetter. Also irgendwie haut es mit der Übersetzung. Das ist das letzte Element.
haut das mit der Sprache noch nicht so ganz hin. Einiges ist Deutsch, einiges nicht. Also da musste ich dann erstmal gucken. Kommunikation. Klingelton für eingehende Anrufe, ja. Barrierefrei, so Bluetooth, Bildschirm, Helligkeit. Zugriff. Alexa-Einstellungen. So, das ist nur das. Barrierefreiheit, Hilfe. Ja, das ist jetzt Bildschirm, Hintergrund, Startseite, Töne, bitte nicht stören, Kommunikation, Geräte, Option. So, der Ding heißt Echo Show, also Odins Echo Show. Gerätesprache ist Deutsch. Also ist auf jeden Fall Deutsch und Deutschland aktiviert, also nicht Deutsch, irgendein anderes Deutsch. Wir haben Auswahl Alexa, Amazon, Computer und Echo. Ich habe mich jetzt für Amazon erstmal im ersten Fall entschieden. So, müssen wir mal gucken. Zeitzone 16. Januar 18:31. Das haut alles hin. So, Region Europa. Ja, also das ist eigentlich alles richtig eingestellt, aber manche Sachen scheinen wohl noch nicht direkt immer auf Deutsch zu sein. Aber es läuft gut. Ich kann mich nie beschweren. So. Dann würde ich jetzt hier auch einen Cut machen für das erste Mal. Und ich werde den jetzt gleich ausschalten. Ich werde den jetzt gleich in eine Küche anbauen. Meine Frau wird morgen das erste Mal mit ihm arbeiten, mit dem Echo Show. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Bin da sehr, sehr gespannt drauf, weil sie hat noch kein Stimmprofil bei mir. Nur ich habe ein Stimmprofil in meinen Amazon-Geräten. Na, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, dann soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Die ersten Einrichtungsversuche, erste Einrichten mit dem Echo hat eigentlich ganz gut geklappt. Am Anfang hat es halt nicht geklappt, weil das Update gefehlt hat. Nach dem Update ging alles sehr flüssig. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie er sich so jetzt im Alltag schlägt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und guck mal, was man damit noch Schönes anstellen kann. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.